Moin Moin und immer gerne wieder. Und jetzt spielen wir weiter Resident Evil. Und wir befinden uns unten im Labor, wo wir so einiges erlebt haben, auch neue Kreaturen kennengelernt haben. Und jetzt versuchen wir einfach mal weiterzukommen. Den Laborschlüssel haben wir uns geschnappt. Und jetzt müsste es eigentlich ja mal langsam vorangehen. So, gehen wir mal raus hier. So, wir haben die eine Moduskette haben wir noch, die anderen haben wir ja benutzt. Gehen wir mal raus. Mal gucken, welche hören wir noch? So, wir haben da oben ist auch noch eine Tür. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Okay, der Aufzug funktioniert nicht. Anscheinend müssen Sie den Schalter an der rechten Seite aktivieren. Das ist anscheinend das Bedienfeld für den Aufzug. Schalter drücken, ja. Anscheinend gibt es keine Stromzufuhr. Na klar, warum sollte es doch einfach sein, wenn es immer schwierig ist? Okay. Hier durch? Ja, gut. Ich dachte gerade, wir kriegen Stromschlag oder so. Würde mich nicht wundern, ab und zu. Würde mich nicht wundern. Okay. Da habe ich was gehört. Okay. Nochmal nachladen. Was ist das Viech jetzt? Nein! Okay. Bisschen eklig. Oh nein! Das ist weg. Das ist Munition vergeudet leider. Das ist noch eins, ne? So, alle weg. Haben wir auch noch Munition? Naja, 8 Schuss noch. Ich höre aber auch kein Viech irgendwie, oder? Noch? Läuft noch was rum? Nee, ich höre nichts mehr. Ne? Höre ich noch was? Ja, nur ein Zischen, ne? Gut. Ich habe nichts mehr. Also mal gucken, wo wir hin können wollen. Gut, mal durchgehen. Gucken, wir was finden hier noch. Hier. Achtung, Explosionsgefahr, Treibstoff nicht schütteln. Ein Nachtankgerät für den Hochspannungsraum. Es funktioniert derzeit nicht, weil es keinen Treibstoff gibt. Da ist eine leere Kapsel. Klar, nehmen wir mit. Ach so, das ist die Kapsel, die wir hinten dieses andere Ding da reinpacken müssen wahrscheinlich, ne? Wo wir auch diesen Film angeguckt haben, wo wir das neue Labor aufgemacht haben. Okay, dann müssen wir wieder hin. Noch mehr Türen? Da hinten ist noch eine Tür. Sollen wir die mal nehmen? Okay. Gehen wir mal raus. Da, wo es uns hinführt. Sind wieder irgendwelche Viecher? Ernst? 3 Schüsse für die Viecher? Das ist schon ein bisschen ätzend. Hier. Ah, guck mal. Da können wir die nächste Moduskette reinwerfen. Machen wir auch. Gut. Haben wir auf. Die Übertragung des Passworts scheint erst freigeschaltet zu haben. Gut für uns.
Okay. Keine Munition mehr gleich. Wir müssen einmal wechseln gleich unsere Munition. Repack. Shit. Okay, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus, wir haben keine Munition mehr. Das brauchen wir nicht probieren. Mit zwei Schuss oder ein Schuss kann ich ihn nicht mehr killen. Schade, schade. Ja. Gut. Hier wird erstmal in den anderen Raum wieder rein, wo wir hin wollten. Wo diese Kapsel auffüllen können. Was hier? Nee, hier sehe ich nicht. Okay. Ja, woanders. Wo war denn da? Ah, da oben, okay. Hier links. Das ist die Tür. Okay. Gut. Müssen wir da nochmal hin? Heieiei. Jetzt können wir nochmal ins Safe reingehen und ein bisschen fit machen. Aber hier. Gut. Hier mal kurz rein. So, die haben wir, aber unsere Waffe können wir nicht mehr gebrauchen. Heißt, wir nehmen mal den Granatwerfer mit. Und die Pistole sicherheitshalber auch mal mit. Und die Brandsätze nehmen wir auch mit. Dann haben wir lieber gleich zwei von mit. Zack. Wo ist die Munition hin? Und wir nehmen noch eine Erste-Hilfe-Spray mit. So. Denn das andere Erste-Hilfe-Spray benutzen wir jetzt. So, wir werfen mal eine Waffe ausrüsten hier. So, schöne Handfeuerwaffe. Jetzt müssen wir nochmal zu diesem Raum rein, wo diese Kapsel auffüllen kann. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Wo war das nochmal? Hier links, ne? Ein klein wenig. Wo war das jetzt? Kann ich dran erinnern? Nicht mehr so richtig. Da können wir nicht rein. Ja, da. Guck mal. Da. Da war der Projektorraum, ne? Also müssen wir auf jeden Fall einmal zurück. Genau, da war oben der Projektorraum, ne? Ich glaube, da war oben. Glaube ich. Gerade gucken kurz. War denn das? Ich hab mich noch nicht erinnert. War das hier unten? Ne, das war hier unten, ne? Warte mal. Das war hier unten, war das? Genau, in dem Raum rechts da, wo wir vorhin hier haben, Dampf stehen. Ja, da muss es gewesen sein. Okay, gehen wir da mal hin. Hier, ne? Mal gucken. Dann war das hier drin. Gucken wir gerade. Das ist der hintere Raum, ne? War hier? Ist der Raum? Ich weiß es nicht mehr. Ich probiere es einfach die beiden Räume aus. Man müsste so kleine Häkchen machen können. Oder so auf die Karte was raufschreiben. Das wäre super. Ah, hier ist es aber. Genau, da ist das Ding. Ah, pass auf. Warum ist jetzt nicht? Was? Wie nach? Kapsel? Ja!
So, man darf sie nicht schütteln oder rütteln, ne? Hat er gesagt. Durch Rennen könnte eine natürliche Explosion ausgelöst werden. Also dafür nur gehen. Okay. Gut, dann müssen wir da hingehen. Ich muss mal auf die Karte gucken nochmal. Wir müssen den ganzen Weg da zurückgehen. Jo. Kann ein bisschen dauern, bis wir da ankommen. Auch nicht, ne? Aber. Wollen ja nicht, dass wir in die Luft fliegen. Oh. Oh. Dann gehen wir. Und lassen ihre Brüste bouncen. Was hier? Kann man da rein? Alles richtig. Hier beim Strom vorbeigehen, ne? Okay, dann müssen wir nicht hin. Oh, nicht laufen. Ja, war das hin? Wo war denn das? Ah, okay. Genau. Setzen die Kapsel ein. Ach, Mann. Gut. Haben wir. Was wollen wir wieder laufen? Raus. Gut. Ah, nein, hier nicht rein. Das war der Raum, wo die Viecher sind, ne? Da brauchen wir nicht mehr rein. Das Ding haben wir ja schon aktiviert. Ja, kommen wir raus. Zack. Gut. Jetzt können wir diese drei Hebel auf jeden Fall oben legen. Denn jetzt ist die Stromzufuhr ja wieder da. Dann müsste der eine Fahrstuhl ja auch funktionieren eigentlich, ne? Hier hinten. Okay, gibt's auch so keinen. Ach so, okay, dann müssen wir vielleicht noch anders irgendwie machen. Sicherheitshalber speichern wir einmal kurz hier drin. Ich glaube zwar nicht, dass hier irgendwas jetzt kommt, aber wäre natürlich schlecht, wenn wir das trotzdem einmal speichern. Gut. Ich habe Angst, dass ich gleich drauf gehe. Oh, hier. So. Klar werden wir das. Inhalt wird geladen. Bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Machen wir nicht. So. Was?
So, jetzt müssen wir jetzt diese drei Hebel wieder finden. Wo war das denn? Hier raus, ne? Wo genau das war, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Aber das werde ich schon finden. So, warte mal. Kurz Karte gucken. Da hinten ist das okay. Weiß ich, wo das ist? Komm, lauf. Dann müssen wir hier oder da oben raus? Hier müssen wir noch rein. Zack. Da. Jetzt können wir die auch drücken, oder nicht? Hebel zum Öffnen. Ja, alle wollen drücken. Aber wir wissen natürlich, dass dahinter irgendwas Böses lauert. Boom macht es. Der Tyrant ist nah, sag ich euch. Der Tyrant ist nah. Gut, dass ich mir da einfach mit einer Handfeuerwaffe hier rumlaufe. Wir wissen, es kommt etwas Großes auf uns zu. Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open! Wait, I'll be back to get you out. Okay. No sightseeing, though. Und jetzt? Ich kann nur wieder zurücklaufen. Was ist denn für ein Scheiß? Gibt hier keinen anderen Weg? Crazy ist das denn? Hä? Okay. Machen. Also das Einzige, was wir machen können, wir können nochmal zu dem Fahrstuhl laufen. Vielleicht läuft der jetzt ja, weil man die Hebel da umgeschlägt hat. Weil das ist der einzige Weg, den ich jetzt noch weiß mit dem Fahrstuhl, oder? Und das fällt mir gerade nicht ein. Ist das richtig? Ja. Dann laufen wir mal zum Fahrstuhl. Was haben wir alles dabei? Genug dabei, ne? Hey, jetzt geht... Oh, Quatsch, ne? Oh, anscheinend gibt es keinen Strom zuvor. Oh, haben wir irgendwo was übersehen? Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist das natürlich, dass da hinten in diesem Raum, wo diese anderen Viecher noch sind, dass da noch irgendwas ist. Weiß ich aber nicht. Ich muss nur die Waffe aber mal wechseln. Okay, versuchen wir das nochmal. Ist hier noch was drin, was wir übersehen haben? Bei den Viechern. Ich hoffe nicht. Hier mal rein. War ja noch eine Tür. Wusste ich ja nicht. Warte kurz.
Da ist irgendwas. Besetzung des Labors. Er ist gewaltig. Okay, das können wir nicht drücken. Alter! Okay, hier können wir rausgehen. Ich glaube, hier bringt uns das gerade nichts. Shit. Ich glaube, dass es noch irgendwas gibt hier, aber... Ich bin nicht so clever, die ganze Munition zu verballern, aber... Okay. Hä? Ich hab hier irgendwas übersehen? Da gibt's doch gar nichts. Gut. Hier nicht, dann müssen wir vielleicht doch in diesen Selbstzerstörungsmechanismusraum rein. Das haben wir gemacht. Es gab hier auch keine anderen Wege, oder? Oder sehe ich hier irgendwas anderes? Irgendwas übersehen? Dann müssen wir kurz hier nochmal reingehen. Hier, was ist das denn? Der Haupt hat sogar keinen Strom zu ver... Ach, okay. Das klingt doch gut. Wir sind noch dran vorbei an den Spastis. Brauchen wir die alle abkillen. Also wenn ich die jetzt alle killen, habe ich gar keine Munition mehr. Wir sind ja ziemlich dicht dran am Bosskampf, deswegen lass uns die Munition mal ein bisschen sparen. Wie war denn das Ganze nochmal hier? Nee, ich meine, das ist jetzt so, dass wir schon ziemlich dicht dran sind. Also müsste gleich irgendwie losgehen mit dem Kampf. Sozusagen das Finale. Guck mal. Dann raus. Gehen wir nochmal kurz in den Safe Room. Speichern noch einmal vorher. Und werden auf jeden Fall noch schon Munition mitnehmen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ziemlich zu 90% sicher, dass es hier ist. Dass gleich das Finale kommt. Gut, also, wir werden auf jeden Fall einmal... Mach ich das Speicherding dabei? Ja. So, wir holen einmal kurz die Sachen raus, die wir brauchen. Was habe ich noch? 7 Schuss? Okay. So, das haben wir. Wir holen auf jeden Fall die... Ja, Magnum haben wir natürlich nicht die Waffe, aber wir nehmen dann erste Hilfe-Kolben damit. Wir machen mal Granaten mit. Hier lassen, dann verballern vielleicht 15 Schuss, aber mehr auch nicht. Nehmen wir noch diesen einen Schuss mit dem Gewehr mit. Noch irgendwas anderes hier. Können natürlich noch die Selbstverteidigungswaffe mitnehmen. Wird natürlich kaum Schaden anrichten, aber egal. Wir speichern jetzt mal. Yeah, wollen wir speichern. So. Und erst habe ich überlegt, das Finale aufzusparen für die nächste Folge, aber ich denke, wir ziehen es einfach durch. Denn so viel ist da jetzt nicht mehr und jetzt noch eine Finale-Folge machen, die vielleicht 5 Minuten geht, ist so ein bisschen Quatsch hier, ne? Wir werden jetzt einmal hier das Band hier nochmal reintun. Und sonst haben wir auch nichts mehr, was wir noch mitnehmen können, was irgendwie hilfreich wäre, oder? Nö. Ja, wenn wir schon nicht, oh, warte, wenn wir schon hier sind, dann können wir vielleicht nochmal das Munitionsmagazin noch mit, falls wir alle Sachen brauchen. Achso, warte. Also wir müssen noch gucken, ob wir heilen müssen, auf jeden Fall einmal. Dann haben wir da noch irgendwas drin, was wir noch als Heilung benutzen können. Oder irgendwas anderes vielleicht. Da gehen wir ein Stück Kräuter. Perfekt. So. Sind wir gut gerüstet? Raus geht's. So, Chris müsste sich auch schon befreit haben da. Funktioniert. Jill. Barry. You could have at least waited up for me, you know?
Oh, das gibt's nicht, ne? Okay, warte. Wir machen's einfach, was soll's. Zack. Klar. Noch mehr Gewehrmunition auch mit. Obwohl, lass doch gleich mit der harten Waffe anfangen da. Noch mehr. Geht's nicht längs? Geht längs? Gut. Okay, jetzt müsste eigentlich, wenn ich der finale Kampf, glaube ich, meine, nach den Teilen kommt ja noch was. Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate Stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl. But I think you misunderstand me. Uh-oh. The things you mention are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry? You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family, you bastard. Hey, man schlägt doch keine Frauen. Umbrella. Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell. Ist das Viech. Ich glaube, wir müssen noch zwei Teile machen. Wenn der Kampf geschafft ist, dann müssen wir ja noch den letzten Kampf machen, oben beim Helikopter. Na gut. It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Barry! Forgive me? No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Oh. Der kleine Tyrann. Mein Gott, der sieht aus wie The Rock. Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Das Blut ist premature. No, Barry! You viral cultured freak! Oh, ich hätte ihn nicht mal.
Na gut. So schwer war dann doch nicht. Barry, wie geht's dir? Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker. He's gone. First, let's just get out of here. Ne? So, erstmal suchen wir alles ab, ob wir hier noch eine Munition finden. Denn wir haben schon relativ viel verballert, wie man sieht. Und wir haben auch nicht mehr so viel Leben, aber das geht noch, ist noch okay. Keine Ahnung, ob das Viech da nochmal aufsteht, aber ich glaube nicht. Man sieht halt auf jeden Fall einige von diesen. Ja. Okay. Geht doch hier durch. Wieder ist das Vieh eigentlich, ne? Dann gehen wir hier raus. Wesker must have set it off. Let's hurry. Okay. Wir müssen beeilen hier. Zeit muss sein zum Speichern. So, pass auf, gehen wir hier rein. Was haben wir noch? Die Waffe lassen wir hier, ist ja Quatsch, ne? Das kleine Puffding zu nehmen. Mehr haben wir hier leider nicht. Aber noch ein Heildings haben wir noch. Nee, aber wir können das Fahrrad mitnehmen. Dann speichern wir einmal. Brauchen wir nicht. Also wenn ihr noch irgendwas. Okay, Waffen haben wir genug. Und jetzt, was können wir jetzt machen? Wir können auf jeden Fall noch den Bruder retten, der ist ja unten im Labor. Da müsste jetzt eigentlich doch rauskommen, oder nicht? Wenn alle schon auf sind, müssen wir die noch. War das nicht so, dass wir den holen konnten? Mein ja. Kurz die Karte kriegen. Genau, dann rennen wir jetzt nochmal hin. Müssen wir natürlich nicht machen, aber macht auch Sinn, ihn zu holen. Ist er schließlich mein Bruder? Na los. Was hier längs überhaupt? War es nicht, ne? War verkehrt. Wieder zurück. Müssen nicht da vorne in die Tür rein. Scheiße, okay, machen wir mal. Ich kann jetzt kein Problem. Kein Problem, kriegen wir hin. Has been active.
activated. All personnel must be activated immediately. So. Gar nicht nervig, der Sound, ne? Gar nicht nervig, der Sound. Ich komme, Chris! Ich rette dich! Sorry. Dass du warten musstest. Jill. Sorry about the wait. So everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Jetzt die Tür wieder zu. Da komm. Come on, let's go. Self-destruct system has been activated. All personnel must evacuate immediately. Deactivating and releasing all locks. Okay, let's see. Oh. Lass gucken, wo wir sind. Wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall müssen wir nach oben irgendwo. Geht uns gar nicht. Wisst ihr jetzt nicht, wo wir sonst hin sollten? Wir können nur nach oben, oder? Da kommen die Viecher, da sind wir gleich raus. Der Heliport ist ja oben, also von daher. Wir speichern wir lieber nach hier oben nochmal ab. Macht vielleicht Sinn, oder? Mit dem Speichern, aber also ich habe auch keine Lust, die ganze Scheiße normal zu machen. So. Hätte man wirklich zwei Folgen draus machen können. Aber egal, jetzt haben wir halt eine Finalfolge. Also jetzt zieh ich es durch. Macht, glaube ich, keinen Sinn, jetzt noch eine Pause zu machen. Halt, ich gehe wieder rein. Come on, come on, hurry! Sehr gut. Oh, guck mal hier. Oh, warte mal. Perfekt. Frische Munition. Der nächste Hilfekasten. Ach, von da sind wir gekommen.
müssen hier links? Okay. Lauf. Die Steuerung ab und zu, ey. Oh, er muss hier links. Der Aufzug hält keinen Strom. Die Sicherung fehlt. Shit. Da! Ah! Da gab es hier los. Mach gar nicht weiter. Da liegt was rum. Okay. Ist doch gut. Ich dachte, ich hätte noch irgendwie irgendwo was übersehen. Aber nein. Contact with Brad. No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All right. We'll rendezvous at the heliport. Good. Oh. Bisschen aufgeregt bin ich schon. Da laufen die 3 Minuten. Fies, dass sie laufen, wenn ich dann forschen will, aber naja. So, come on! Klar, nehme ich mit. Müssen die auch mal rausballern? Was ist denn hier irgendwie, ne? So. Kommt er, der Fiese. Ja, bitte hau nicht alle bewusstlos. Shit! Das war gerade ärgerlich. Ah. Fuck it! Ach Mann! Na, erwischt die Sacksau mich.
haut der mich immer. Ich bin doch so lieb. Ja! Kill it, whatever it is. Nein! Scheiße! Komm schon, komm schon! Halt! So. Und nicht anders. Eiferständchen. Na. Ja, das war's. Schönes Anwesen. War es. Sehr gut, sehr gut. Ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Den Teil haben wir durch. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man Zero nochmal spielen. Das habe ich noch nie gespielt. Wäre vielleicht ganz angenehm. Aber könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.